Hallo und willkommen zurück zu Indiana Jones und der Dom von Babel. Wir haben beim letzten Mal böse Feuer unterm Hintern gemacht bekommen und wir werden uns jetzt hier mal ein bisschen umschauen, ob hier irgendwas versteckt ist. Wäre nämlich sonst ein bisschen schade, das nicht auszunutzen, dass hier gerade mal kein Wasser ist. Na, ich denke, runterspringen können wir nicht, weil wir ja nicht wieder hochkommen. Na, ich denke tatsächlich, hier ist nichts. Nö. Okay. Wir haben ja einiges der Lava trockengelegt, wodurch wir jetzt weiterkommen. Und der unfreundliche Geselle, der uns permanent da mit Feuer beworfen hat, ist jetzt hinüber. Ich lade den Spielstand nochmal. Da habe ich im Moment nicht aufgepasst. Weil wäre nicht ein bisschen schade, wenn wir jetzt Großteil der Energie flöten lassen haben. Ah, haben wir gar nicht. Da haben wir ja tatsächlich sogar eigentlich Glück im Unglück gehabt. Der hat uns gar nicht getroffen. Schöne Statue. Sieh mal, wie groß das Ding war. Wir sind weiter. Alle 10 Schätze gefunden. Sauber. Und wir können uns die geheime Karte kaufen. Ah, wir kommen an einen geheimen Ort. Dann werden wir dies tun. Zurück nach Peru. Ah, Peru. Ist schon lange her, dass ich hier war. Naja, so mitten in der Mission. Ach komm, wir fahren mal eben kurz rüber nach Peru. Wir sehen uns mal ein paar andere Schätze an. Oh. Große böse Miezekatze. Ich hoffe, es gibt noch einen anderen Weg hinein. Okay, Miezekatze können wir nur verscheuchen. Also nehmen wir den normalen Revolver. Hau ab. Oh je, hier ist wieder Wasser. Und Schlangen. Hau ab! Hau ab! Böse Miez. Was ist das? Heilkräuter. Ich glaube tatsächlich, wir müssen hier rein. So sehen Piranha schon eher aus.
Hier sollte ich besser weg. Okay. Das ist ja mal richtig fies. Nicht zu unterschätzen hier. Peru. Ist schon lange her, dass ich hier war. Echt nicht zu unterschätzen hier das Gebiet. Also Wasserfall runter ist falsch. Da muss eine ganze Horde Piranhas hinterher. Und diesmal sind es wirklich Piranhas. Ich hoffe, es gibt noch einen anderen Weg hinein. Nö. Kein Kaboom. Hau ab. Ich bin ein bisschen überfragt. Okay, da kommen wir nicht so einfach hoch. Wo muss ich hier hin? Böse Miets. Buggy. Was so? Ich hoffe, das ist jetzt nicht so eine unendlich Fischequelle. Ich fürchte es. Kann das eventuell sein? Kann das eventuell sein, dass das hier wieder eine Bootsfahrt ist, wollte ich gerade sagen. Wir haben gar kein Boot. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hey! Ein Floß. Yep. Es ist soweit. Wir müssen wieder Bütchen fahren. Nein.
mit einem Fluss voller Piranhas. Ersatz. No. Da lang. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Loch. Ja. Oh, wir haben noch ein Problem. Ich bin festgebackt. Oh, hier ist es wieder so laut. Mist. Okay, jetzt müssen wir zumindest was tun müssen. Das wird unangenehm. Das wird richtig unangenehm. Ah, Peru. Ist schon lange her, dass ich hier war. Also vorweg schon mal Entschuldigung für den schlechten Ton, aber ich habe euch ja schon mal erzählt, ich kann hier nichts großartig einstellen. Ein Floß. Böse Mietekatze. Was ist das? Heilkräuter. Hau ab. Ich hoffe, es gibt noch einen anderen Weg hinein. Keine Sorge, die Hauptmission wird auch noch weitergehen. Aber erstmal haben wir jetzt hier den Bonus. Und wir wissen ja, wir müssen uns jetzt nicht mit den Fischen prügeln. Das hat nicht so recht geklappt. Komm, nichts. Komm ins Wasser. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hier sind zumindest keine Piranhas. Bis jetzt. Ist das hier wieder laut? Ich habe früher gewusst, hätte ich den Ton von mir mal ein bisschen angestellt. Ah, daneben. Ich glaube, wir bleiben besser unter Wasser. Der Ton ist da ein bisschen angenehmer. Ich guck mal eben kurz, ob ich hier im Ton was runterstellen kann, dass wir zumindest irgendwie etwas hören.
So, ich habe jetzt mal den Ton allgemein was runtergedreht. Ich hoffe, man hört den Sprecher trotzdem noch. Aber sonst hört er mich nicht, weil der Wasserfall ist sowas von laut. Hier schlängeln sich einige Schlangen. Was haben wir denn hier? Heilkräuter. Einige ist gut, eine nach der anderen. Was ist das jetzt? Eine Statue. Ich finde es auf jeden Fall sehr genial, dass das Spiel wirklich noch so ein paar Bonus-Level anscheinend hat, wenn man solche Karten kauft. Oder zumindest eine Bonuswelt. Ah, okay. Mein Fehler. Das muss ich tatsächlich ein bisschen anders machen. Ich muss nämlich rüberspringen und dann beziehungsweise an der einen Stelle wieder runterspringen, damit ich da rankomme. Weil da war nämlich eine Insel. Ich hoffe, das ist ein bisschen besser mit dem Ton. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein, weil jetzt anscheinend hier überall an den Rändern noch so ein paar Schätze versteckt sind. Und leider kein Ersatzfloß, das heißt, wir müssen sehr, sehr vorsichtig fahren. Ich sehe nichts. Rüber, 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 rüber. Und zwar schnell. Okay. Die Karte war nicht scharf. Gut. Sehr gut. Oh oh. Oh oh. Oh. Aha. Wir können da tauchen. Da ist eine Höhle. Garantiert wimmelt es hier von Piranhas. Na, ich habe zwar jetzt schon quasi ein kleineres Fazit abgegeben gehabt, aber ich muss sagen, gefällt mir bis jetzt wirklich gut das Indie. Klar hat das hier und da so ein paar kleine technische Defizite. Durch das Alter, aber das sehe ich jetzt nicht so kritisch. Okay, also der Wasserteil, also unter Wasser der Teil, ist nicht optional. Hier ist aber was. Heilkräuter. Ich würde tatsächlich sagen, bevor ich den Tauchgang mache, save ich hier mal. Dass wir quasi hier so einen kleinen Abschnitt schon mal geschafft haben wieder. Ich mache jetzt einfach mal einen extra Spielstand mit Peru, dass wir da mal einen Blick drauf haben. Okay. Dann schauen wir mal an, was uns Peru zu bieten hat.
Auf jeden Fall eine Menge böser Piranhas. Tatsächlich ist es so, dass Piranhas gar nicht so aggressiv sind, wie die immer dargestellt werden. Denn ich hatte tatsächlich selber mal welche. Das hatte ich ja schon mal in einem anderen Part erzählt und ja. Die waren relativ zahm, außer sie hatten Junge. Dann waren die natürlich nicht ganz so nett. Was aber verständlich ist, das ist bei jedem Tier so. Sobald dann Junge vorhanden sind, werden die ganz schön bissig. Wow, was für ein Hopser. Da ist auf jeden Fall irgendwo etwas, wo es weitergeht wahrscheinlich. Wir schauen erstmal. Wir kommen ja, so wie es aussieht, wieder zurück. Nö, 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 nö. Ich denke, da kommen wir nicht zurück. Daher könnte es gut sein, dass der andere Teil optional ist. Moment mal. Hier ist noch was. Sieh sich einer das an. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Mal einen Blick runterwerfen. Wo landen wir da? Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal den anderen Gang. Wo wir da landen. Bei Luft tanken. Das sieht hier mir nicht nach optionalem Wege aus. Was haben wir denn hier? Ein Erste-Hilfe-Paket. Nee, bauchlängs wird er da nicht durchkriechen. Ich bin am Überlegen, ob wir den Spielstand nochmal laden. Ich denke mal, das machen wir. Ich denke mal, hier ist definitiv ein Weg, wo es weitergeht. Also machen wir doch zuerst die linke Höhle. Sorry dafür, wenn wir ein paar Sachen wiederholen.
sehe das nun mal so, wenn wir die Möglichkeit haben, uns ein paar Sachen genauer anzusehen, dann sollten wir das auch machen. Nicht zu vergessen, unser Schatz da hinten. Den wollen wir natürlich haben. Was ist das? Mal gucken, ob das hier einfach nur ein Fallenraum ist oder ob es hier tatsächlich weitergeht. Okay. Okay, also das wäre quasi einfach nur ein Weg, um da auch hinzukommen, falls man das verpasst hat. Na gut. Haben wir so gesehen eigentlich gar nichts verpasst gehabt, aber wir haben zumindest noch eine Neuigkeit, sag ich mal. Das war knapp. Ich hoffe mal, die Lautstärke ist momentan was angenehmer als eben. Mist. Wir haben ein Leck. Ich muss einen besseren Platz finden. Okay, also wir haben auf jeden Fall den einen Weg geprüft, komplett. Den Hauptweg würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Also ich muss sagen, ich bin bis jetzt überrascht, dass wir noch eine extra Welt bekommen haben. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir hier irgendwie noch was Besonderes bekommen. Irgendeinen besonderen Schatz, irgendeine Waffe oder keine Ahnung was. Dann sage ich mal danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.